Hallo, heute ein Video mit Infos zum Thema Faktvorantrag. Sie solltet unbedingt einen Faktvorantrag stellen, wenn Sie einjährige Tierwohlmaßnahmen beantragen möchten, bei Neueinstieg in neue Maßnahmen, bei Umstieg in höherwertigere Maßnahmen oder wenn Sie Ihren bisherigen Verpflichtungsumfang bei laufenden Verpflichtungen erweitern möchtet. Nicht unbedingt erforderlich ist der Faktvorantrag, wenn Sie sich innerhalb Ihres fünfjährigen Verpflichtungszeitraums befinden, wenn Sie also in Ihre Faktmaßnahme 2017 oder später eingestiegen sind. Außerdem nicht unbedingt erforderlich ist der Faktvorantrag bei 2020 auslaufenden Verpflichtungen, die im bisherigen Umfang verlängert werden sollen, also ohne Erweiterungsabsicht. Bei Verlängerung von Maßnahmen gibt es zu beachten, dass Sie Ihren bisherigen Verpflichtungsumfang einhalten sollten. Bei Erweiterungen ist zu beachten, dass wenn Sie über 2 Hektar, 2 Bäume oder 2 Tiere erweitern, automatisch eine neue Verpflichtung beginnt mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Beim Neueinstieg gilt ebenfalls ein Verpflichtungszeitraum von 2 Jahren und nicht wie bisher von 5 Jahren. Sie können zum Beispiel Maßnahmen, die in 19 ausgelaufen sind, die Sie in 2020 nicht verlängert haben, weil Sie zum Beispiel den Verpflichtungsumfang nicht mehr einhalten konnten, in 2021 neu beginnen mit verringertem Umfang. Jetzt zum Technischen. Sie meldet sich in Fiona an und geht im Navigationsbaum hier auf Faktvorantrag. Wenn Sie hier oben das Feld Vorbelegen benutzt, dann werden Ihre bisherigen Maßnahmen hier unten übertragen. Sie können jetzt beliebig Ihre Verpflichtungsumfänge hier hinten erweitern, indem Sie einfach den Flächenumfang erhöht oder neue Maßnahmen hinzufügen, indem Sie das hier vorne ankreuzelt und ebenfalls einen Flächenumfang hier in das Feld schreibt. Sie müssen beim Vorantrag nichts grafisch erfassen und auch sich nicht auf bestimmte Flächen festlegen. Sie gucken die ganze Seite hier durch und gehen hier unten mit Speichern und weiter immer auf die nächste Seite. Ich muss jetzt hier in der Demo-Version oben auf das Weiter. Sie gucken alle Maßnahmen durch und beantragen alle Maßnahmen im Faktvorantrag, die Sie eventuell 2021 auch wirklich im Fakt beantragen möchten und gehen hier immer auf Speichern und weiter. Wenn Sie dann auf der letzten Seite angekommen sind, können Sie hier den Faktvorantrag abschließen und damit gilt er als gestellt. Sie müssen da nichts mehr in Papierform einreichen. Bis zum 15.12. können Sie jederzeit den Faktvorantrag nochmal öffnen, bearbeiten, korrigieren, wieder abschließen und dann wird es automatisch über das System ins Amt eingereicht quasi und Sie müssen nichts mehr per Papier einreichen. Das wäre es erstmal von uns.